So, dann wollen wir mal diesen krassen Plan in die Tat umsetzen, hm? Also, dann spiele ich Sly. Karmeliter-Ladder-Ding, leg mir die Handschellen an. Was? Hey, Karmeliter gehört mir, okay? So. Na dann. Diese Pfauenstatue. Da ist ja ganz schön was los. Hey, die Planerei vom Bentley, das ist so cool gemacht, ne? Diese Pläne schmieden und das und das und wir müssen das und das klauen, damit das und das passiert. Das ist ein richtiges, tolles, lustiges Diebes-Game, hey. Das ist jetzt echt so viel charmanter umgesetzt und besser gemacht einfach als Teil 1. So cool. Viel passender für das alles. So, dann wollen wir mal gucken. Na, das ist eine goldene Uhr. Resident Evil? Kodon hat dich auf Resident Evil gebracht? Die Spiele? Oder die Filme, die nicht gut sind? Oh, oh. Verdammt! Hä? Sly kann natürlich echt am besten fliehen. Das ist einfach so. Hm? Ey, ich verstehe nicht. Ich soll doch den Schlüssel klauen. Was soll ich machen? Es ist so viel auf einmal erzählt. Hä? Ach nein, ich muss mit Bentley. Ach nein, Bentley muss zuerst loslegen. Ach so, ja, okay. Es werden so viele Wege auf einmal erklärt. Das und dann das und danach das und dann muss Sly das und dann das. Da kann man sich schon mal was nicht merken. Okay, Bentley, dann los geht's. Operation Donnerschnabel. Klingt gut. Oh, 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 oh. Das war knapp. Komm schon, Partner. Machen wir uns auf zum Wasserturm. Machen wir uns auf zum Wasserturm. Ich mag, wie Mirai spricht, hey. Ja, aber grundsätzlich Resident Evil. Ist eine coole Reihe, ja. Irgendwann streame ich die auch noch, ne? Von Teil 1 bis 8. Oder Teil 0 bis 8, so rum. Weil es gibt ja noch Resident Evil Zero, die Vorgeschichte von 1. Warte, Moment, was? Wie soll ich denn da hochkommen? Ach, Murray macht es schon. Spring in meine Arme! Ich werf dich da rauf! Oh, das klingt gut. Ich sammle nur den Kram hier ein. Okay, Kreis. Hä? Ach so, hä? Springe und drücke Kreis. Ach so. Ach so, das ganz normale Anvisieren. Oh mein Gott, wie lustig, schau mal. Hä, das ist ja super witzig. Ja, aber, hä? Ja, und dann? Aber du kannst mich nicht so hoch werfen. Hä, wo kommt Grudon jetzt auf einmal her? Ich dachte, du schläfst. Was ist denn da jetzt los? Hä, aus dem Nichts einfach. Was ist das jetzt? Hä, hallo, kannst du mich spicken, Murray? Oder was? Hallo? Hallo? Hey, wie geht denn das? Die Filme sind semi-gut, die Filme sind schlecht einfach. Das hat auch mit Resident Evil eigentlich gar nichts zu tun, außer dass die Charaktere vielleicht ein bisschen so aussehen. Das sind eigentlich nur Actionfilme, das hat mit der Reihe gar nichts zu tun. Ach, ich schreib... Ach so, du schreibst beim Schlafen. Ah, du bist ein Schlafschreiber, ja. Andere sind Schlafwandler, du bist ein Schlafschreiber, das ist voll gut. Ach so, okay. Aber was bringt mir das, wenn du mich werfen kannst? Das check ich gar nicht, weil ich kann ja einfach hier hoch und muss ja auch hier hoch, oder? Oder auch nicht. Hä, das war schon richtig, mich dahin zu werfen, aber es hat nichts gebracht. Was? Das war schon richtig, was ich da gemacht habe, aber es funktioniert nicht. Hallo? Was muss ich tun? Hallo? Oh Gott, oh Gott, was? Oh mein Gott, Kamera, please! Was ist das denn? Ja, man sollte halt auch X drücken. Aber ich denke mir so, vielleicht gibt es einen anderen Move, der irgendwie wuchtvoller ist, weil das erste Mal hat es jetzt nichts gebracht. Ja, nochmal. Hä? Du wirst hier deinen Weg hinein freisprengen müssen! Ach, ich bin so blöd, natürlich, Granaten. Mei, natürlich, klar. So, hops. Ey, das ist unfair.
Aber ein gutes gibt's in den Filmen. Wesker. Echt, ist sehr gut, oder? Aber Auslöser dafür, dass ich Interesse für die Spiele bekommen habe. Hey, das ist ziemlich cool. Die sind ja auch cool, grundsätzlich. Die Spiele, es ist so. Resident Evil 5 habe ich bisher durchgespielt. Das war voll lustig. Jetzt, Mann, jetzt komm schon, hey, Wahnsinn. Rein da. Wie gesagt, ich möchte ja alle noch streamen irgendwann. Ey, Mann! Murray, jetzt tu mich da mal gescheit reinwerfen, einfach. Einfach. Was soll denn das jetzt? Sag mal, was wird denn das? Hallo! Was? Hä, hey, du triffst dir einfach noch schlechter ins Loch als... Okay, hallo, es ist aufgesprengt. Mann, jetzt werf mich halt mal richtig. Was soll denn das? What the fuck, was ist denn hier? Hä? Ja, ich kletter jetzt normal da rein. Ray kann's nicht, echt. Nee, echt, ich mach das jetzt von selbst. So, fertig. Meine Güte, echt? Konzentration. Welche Ventile muss ich drehen, um den Wasserdruck wegzuleiten? Ach du Scheiße, was? Ich muss die Kreistaste drücken, um den Wasserfluss durch ein Ventil zu verändern. Oh nein. Ich mag eigentlich keine Antagonisten, aber Wesker ist cool. Du magst keine Antagonisten? Ah, es gibt schon manchmal Franchises, da sind die Antagonisten schon echt cooler als die Protagonisten. Muss ich sagen. Oink, oink. Hä, wieso denn jetzt oink, oink? Hä, was ist denn... Was? Das einzige Resi-Game, das ich durchgespielt habe, war Resi 8 Village, und zwar mehrfach. Einmal fast ein Speedrun innerhalb keine 8 Stunden gebraucht. Das ist ja auch cool. Ja, es gibt voll viele, die Resi 8 super oft durchgespielt haben. Das finde ich faszinierend. Ach so, bin ich blöd? Wir haben ja noch eins durchgespielt. Resident Evil 7. Also ich habe 5 und 7 durchgespielt. Stimmt. Mei, klar. Bin ich doof? Okay, Ventilatoren drehen. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Rätsel jetzt? Oh, das wird, glaub... Vielleicht ein bisschen eklig? Ach du Scheiße, wollt ihr mich verarschen? Oh nein. Okay, warte mal, da? Okay, das fließt hier so. Was passiert denn jetzt hier? Was? Oh, ich glaube, ich hab's sogar schon. Ich hab's. Oh, krass. Oh, hey. Der Wasserdruck des Brunnens sollte auf Null sein. Er ist aus. Sie schicken bereits den Mechaniker, um ihn zu reparieren. Stehle den Schlüssel zum Mechaniker-LKW, ohne gesehen zu werden. Okay, das machen wir. Hast du mal einen Speedrun bei Bayonetta gemacht? Ein Speedrun bei Bayonetta? Ja, Bayonetta, auch cooles Game. Ach, schön. Ach, schön. Ja, Resi 8 bin ich auch gespannt dann. Ist ja eigentlich quasi... Ist ja ähnlich zu Resi 4, ne? Ich bin ja schon Sly. Moment, hä, ich bin ja schon Sly. Hä, wie das? Die Games nach und nach spielen. Ja, ich auch. Deswegen, wenn wir das mal streamen und so, Resi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 7 auch nochmal, tatsächlich. Mir gefällt mein altes Projekt nicht mehr. Ich mach das auch nochmal von vorn. Da ist er. Schlüssel zum LKW. Okay, geh zurück zum Brunnen und mach die Augen auf. So. Krass, hä, echt? Hä, wie lustig. Ja, das geht ja auch. Wenn man Bayonetta kennt, das kann man sehr schnell durchspielen. Das stimmt schon. Das geht schon zügig. Okay. Jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst. Scheiße, was müssen wir jetzt machen? Oh Mann, ey. Wir müssen einfach darüber.
eine Ratte. Mist. Der Murray könnte die eigentlich auch voll fertig machen, ey. Was geht? Der Angriff ging ja voll nach hinten los. Ja, geil. Könnt ihr mir mal helfen? Hallo? Leute, steht mal nicht so... Was passiert hier eigentlich? Machen wir uns auf zum Mechaniker-LKW. Auf allen Plattformen durchgespielt. Also auf der Xbox 360, PS3, Switch, PC, überall. Oder wie? PS4? Ich glaube Xbox One sogar auch. Gibt's das, glaube ich, auch? Überall, oder? Jede Version. Das ist dann ein bisschen crazy. Mann, jetzt gucke ich zu auf den Chat. Ich passe nicht auf, wenn die was labern. Ich bin so blöd jetzt. Was muss ich jetzt tun? Oh Mann, echt, so eine Kacke. Ich muss halt auch aufpassen, Mann. Was ist denn los hier wieder? Aber es ist halt gerade so cool, dass ihr hier so viel schreibt und so. Das will ich auch mitlesen. Okay, wir müssen darüber. Ich muss jetzt irgendwas machen. Scheiße. Ah ja, so. So. Okay, PS3 nicht. Da habe ich tatsächlich nicht. Ansonsten schon. Xbox 360, Xbox One, PS4, Switch und PC. Ach krass, hä? Crazy. Das wird's nicht. What the fuck? Here we go. Heißt die Operation noch Donnerschnabel? Ja. Jetzt, ja, genau. Wir müssen ja das Auto nehmen. Ich fahre. Ich weiß, wie man mit einer Gangschaltung umgeht. Oh, Alien Isolation aus. Muss ich auf dem V-Schild des Nachtclubs in Position gehen. Sehr gutes Game. Alien Isolation. So geil. Die technisch beste Version, sagt der Entwickler selbst auch. Ja, die technisch beste und stabilste Version, so, ist die Switch-Fassung. By the way. Was ich super spannend finde. Mit Ori in the Blind Forest und Will of the Wisps übrigens genauso, weil die dann so viel Erfahrung gesammelt haben beim Porten von den Teilen, dass sie das dann auf der Switch technisch perfektioniert haben. Das ist so. Hat, glaube ich, Digital Foundry auch gesagt, aber vor allem sagen es auch die Entwickler. Das finde ich voll spannend. Deswegen, ne? Hier, die Switch. Die kann schon auch was hier. Was ist das? Hä? Bin ich blöd? Wo ist die Pfauenstatue? Bin ich dran vorbeigesammelt jetzt? Hä, bin ich bekloppt? Hä, bin ich echt dran vorbeigerannt? Lol. Okay. Ich finde das Alien-Vieh cute. Bitte was? Du findest das Alien süß. Irgendwas stimmt nicht mit dir. So, ich muss da hochklettern, gell? Hä? Wie komme ich da hoch? Übers Dach irgendwie. Denke ich. Ja, hops. Ja, dann da runter und dann so rüber. Die Xenomorphs. Oh nein, warum? Oh, wieso rutschst du runter jetzt? Oh no, wack. Ich bin eine Ente. Unnötig, Sly. Unnötig. So, jetzt hier, zack. Ja. Auf geht's. Muss ich mit denen jetzt fahren? Oder fahren die von selbst? Bin in Position. Da sind sie. Wir fahren gerade rauf. Mach dich bereit, dir die Abschlepp-Harpune zu schnappen. Ach du Scheiße, es gibt Xenomaps als Plüschi. LOL. Lustig. Okay, auch interessant. Pass auf. So. Nee, das ist es nicht. Das ist super lustig. Okay, nochmal. Jetzt aber. Haps. Haken ist dran. Fahr los. Das ist ja voll cool gemacht.
Schützt den LKW, alles klar, gar kein Problem. Höp. Gar kein Problem. Weg mit euch, ihr Ratten. Au. Hey, auf. Ich liebe diesen Wechsel zwischen den Charakteren hier, ne? Dass man jetzt hier so die Aufgaben aufteilen muss. Das ist schon so cool hier. Das ist schon echt viel cooler als Teil 1. Mann, ihr haltet viel zu viel aus, echt. Haben wir es? Nein, ist ja noch eins. Nein! Ja, lol, ey, Leute, könnt ihr mal losfahren auch? Oder was? Warum steht ihr da rum eigentlich? Jetzt ist er gleich kaputt. Warum steht ihr hier rum? Warum könnt ihr nicht losfahren? Fahrt doch einfach los! Ihr müsst doch nach hinten fahren! Was ist denn das jetzt für ein Schmarrn? Oh, geschafft. Gott! Ja, oder so. Seht das ewige Gesetz von Schwerkraft und Trägheit. Verdammt scharfsinnig, Bentley. Okay, spring rein, schnapp dir Clockwerks Schwanzfedern und dann raus hier. Oh, geschafft. Krass.